Wenn Elefanten so richtig genüsslich planschen und dabei so richtig entspannen. Bleibt immer etwas zurück. Wie nur kriegt man diese gewichtigen Abfälle in den Griff? Gazelle weiße Ohrmarke. Seit 4 Wochen lahmgelegt. Erst Beinbruch, dann Gips. So, jetzt. Heute soll er ab. Der Gips. Jens Hirmer und Kurator Konstantin Ruske wollen dem Bock auf die Sprünge helfen. Dazu muss er wieder in Narkose. Das 5. Mal innerhalb von 4 Wochen. Doch wenigstens ohne dieses Blasrohr. Das Fangen und die Decke drüber schmeißen ist eine viel schonendere Methode, als wie anzublasen. Aus dem einfachen Grund, weil wir haben den jetzt schnell gefangen, das ging sehr schnell. Wir sind schon ein ziemlich gutes eingespieltes Team. Decke drüber und es ist dunkel, dann ist der beruhigt. Und dann kann man sie in Ruhe mit dem Mittel in Narkose legen. Und das sind viel schonender. Und das Tier liegt vor allem gleich, wir haben es unter Kontrolle. Es kann also nicht nach dem Anpusten hochspringen. Aber jetzt schläft er. Da schnarcht er schon. Jetzt gehen wir raus. Die Ruhe in der Tierklinik hat weiße Ohrmarke gut getan. Seinen Muskeln allerdings überhaupt nicht. Das ist aber leicht. Wird nicht mehr für Fleisch dran sein. Und noch etwas macht weiße Ohrmarke zu schaffen. Eine alte Erkrankung. Ja, das ist eigentlich der eigentliche Grund, weshalb wir das hier damals in der Narkose legen wollten, mussten, dass er diesen Abszess im Bereich des linken Unterkiefers hatte, den wir auch schon mal behandelt hatten, aber der wieder neu sich entwickelt hatte und wir ihn nachversorgen mussten. Und ist auch jetzt immer noch nicht in Ordnung. Auch wenn alles heilt, eine Frage lässt sich nicht wegwischen. Was, wenn der Bock weiter gemobbt wird? Thomsen-Gazellen werden ziemlich selten gehalten in Europa, weil Gazellen in unseren Breiten immer noch schwierige Zootiere sind. Es gibt eigentlich nur 2 große Herden zurzeit. Das heißt, es hat auch niemand Bedarf an dem Bock. Wenn das Tier tatsächlich nicht wieder zu integrieren ist, wird es sicherlich auch nicht auf Dauer hinter den Kulissen irgendwo sein, sondern dann wäre das dann ein Fall, wo man dann überlegen müsste, sich von dem dann auch zu trennen. Ne? So. Du drücken beide. Aber erstmal geht es darum, was hat sich unter dem Gips getan? Noch wird hier nach Lust und Laune gebadet. Doch den Bewohnern des Panoramabeckens droht die Zwangsräumung. 9 von 50 sind fast freiwillig gegangen. Die anderen werden jetzt ausgetrocknet. Heute wollen wir alle Fische rausfangen, möglichst. Ich denke, dass wir, oder hoffe, dass wir alle kriegen. Weil steht irgendwie vor bei so einer Sache, dass die sich irgendwo verstecken und dann irgendwie in ein Loch gehen, wo sie nicht wieder rauskommen oder nicht rauskriegen. Das ist leider so, aber wir hoffen, dass wir möglichst viele rauskriegen. Also das, auch Verluste lassen sich bei sowas nicht ausschließen. Okay, dann wollen wir mal. Das kommst du an der Seite hier vorbei. Wir müssen sehen, ob der Kollege voll Wasser läuft. Geht? Gut. Geht mit normalen Stiefeln. Na dann, gut fangen.
Jeder Fisch muss durch die Gesichtskontrolle. Viermal Flavescens. Viermal. Zweimal Frenatus. Zwei Frenatus. Und ein Soldatenfisch, und zwar der große. Den nicht mit den Fingern anfassen. Der ist stachelig. Der ist vor allem nicht nur stachelig, der ist auch giftig. Mensch. Sehr schön. Das ist ein Fuchsgesicht. Aua. Ja, die stacheln ein bisschen. Es wird auch manchmal gesagt, dass wenn man sich reißt, dass es immer eine dicke Hand gibt. Da spreche ich nicht gleich von giftigen Fisch, aber man muss es nicht unbedingt provozieren. Ein anderer schwieriger Mieter hat kaum noch eine Handbreit Wasser über der Rückenflosse. Die Zebramuräne. Die machen wir zum Schluss. Die halten was aus. Die liegen auch manchmal so in Ebbetümpeln in ganz niedrigem Wasser, wenn jetzt bei dir viel in ganz flachem Wasser jagen. Das kann man dann im Roten Meer manchmal beobachten. Wie lange wird die Muräne ihre feuchte Einraumwohnung noch halten können? Für Lippenbergkind Myrte sieht alles an diesem Morgen nach einem ganz normalen Tag aus. Doch in der Futterküche bereiten Jeanette Reinsch und Kirsten Roth eine Überraschung vor. Genau, dann machen wir die Handvoll noch rein. Ja, nicht die, also es soll schon rein, ne? Nicht daneben. Tierbeschäftigung. Fast wie immer. Das ist jetzt für die Myrte. Und die bekommt halt auch noch eine kleine besondere Aufmerksamkeit, nämlich ein Kuscheltier. Und da hat sie eigentlich immer viel Spaß und Freude dran. Und der Ball ist noch zusätzlich halt zur Beschäftigung. Das animiert auch ein bisschen. Aber ich denke, das Kuscheltier wird wohl erstmal das Highlight sein für heute. So, da kannst du dich mal bewaffnen mit dem Teddybär. Der Cliff trifft heute der weiße Bär auf den schwarzen Bär. Juhu! Und dann kannst du das mal mit irgendwo hin tun. Aha. Dekorativ. Unangekündigter Verwandtenbesuch. Welch freudige Überraschung. So, Schnurzel, mal gucken, ja? Aber für Myrte ist die Rosine in der Pfote besser als der Bär auf dem Dach. Na, es wird doch die Kugel als erstes dran. Möchte man nicht Ball sein, hä? Was denn jetzt hier? Das ist aber meine. Und die Begrüßung des Verwandten? Fehlanzeige. Die Flegeljahre. Sie ist größer, sie ist kräftiger, sie testet doch immer mehr aus. Also die Rüpelphase wird schon irgendwann dann eintreten oder... Ja, da muss man dann schon oft passen. Also so am Gitter ist er noch sehr umgänglich und wir können noch überall anfassen. Das ist uns auch sehr wichtig. Das wollen wir auch zumindest am Gitter beibehalten. Hä? Du, hier. Hä? Ja, geh mal schön spielen. Wenn du wüsstest, was wir noch versteckt haben für dich, hast du noch gar nicht entdeckt. Jetzt. Oh, jetzt. Aber jetzt. Der ist ganz kuschelig, hä? Vielleicht ist der blasse Typ ja ganz nett. In der Klinik gibt es Anlass zu Hoffnung und Scherzen. Diese italienische Schinken. Genau. Soll ich das noch mit Franzbranntwein einreiben? Noch mal schön einreiben, wo die Wunde ist wirklich gut verheilt. Das hier ist die Naht. Das können wir mal ein bisschen Brandwein rein, das sieht uns noch besser. Vom Bruch ist nichts mehr übrig geblieben, außer Schrauben im Bein und einer Narbe. Hier, man sieht die gar nicht mehr. Wir haben auch schon die Fäden gezogen. Sieht gut aus, ha? Besser wie die Schönheitschirurgie. Doch das Äußere ist nicht entscheidend. Jo, Klaas, guck mal hier, die Klauen, die sind natürlich kalt und steif. Das ist alles versteift jetzt. Ja, das ist versteift. Aber das geht noch hier. Das Gelenk geht noch, das ja nicht. Das Gelenk ist natürlich hier. Ja. Was ist Angst? Das ist gleich wieder auseinanderbricht. Nee, das will, das wäre schlimm. Ja, das Gelenk ist natürlich hier versteift. Aber da er meist das Bein gestreckt hat, geht das noch. Und hier müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Wenn das mit dem Gelenk sich nicht entwickelt, muss man notfalls die Platte auch wieder rausnehmen. Ich gebe jetzt das Antidot. Wollen wir das hier geben oder wollen wir das drüben geben?
Nee, oh. Könnt ihr, das macht er nicht an. Könnt ihr dann Ruhe rübertragen. Sich gleich auf. Nach einer halben Stunde hat der Bock die Prozedur überstanden. Fürs Erste. Doch es bleiben eine Menge Fragen. Wird sein Bein auch bei Belastung halten? Wird er humpelnd von seinen Artgenossen akzeptiert werden? Und wie wird er die Narkose überstehen? Auch wenn der Vogel hier Gelbwangen-Amazone heißt, er ist ein Mann, und zwar ein ganzer. Für sie hier ist er der Neue. Und heute sorgen Petra Friedrich und Kerstin Schuldei fürs erste Rendezvous. Wir wollen heute unsere Gelbwangen-Amazonen zusammenlassen. Hier ist das Weibchen. Die ist schon seit, naja, kann man sagen, seit ein paar Monaten alleine. Ihr Mann ist gestorben. Und da haben wir jetzt einen neuen bekommen. Und da werden wir sie heute mal zusammenlassen. Da versuchen wir mal unser Glück. Da jage ich sie erst mal raus. Komm, Hexe, geh mal raus, meine Maus, komm. So ist fein, geh, so. Doch wie so oft kommt's drauf an, dann muss auch bei den Amazonen. Da geht's nicht lang, du musst hier, hier ist es Türchen, komm. Dem Mann gesagt werden, wo es lang geht. Was? Da ist es Türchen. Komm da mal runter. Komm, stell dich nicht so blöd an. Ach, du bist ein kleiner Dummer. Los, und jetzt da runterlaufen. Na fein, siehste. Ein spannender Moment. Beim Missfallen reagieren Amazonen schon mal etwas heftiger. Gut, es kann jetzt passieren, dass er sich mal ein bisschen zwacken tut oder so. Aber wir haben ja hier das Netz. Und da müssen wir gleich dazwischen gehen. Na, mal sehen, guck, jetzt ist er weggeflogen und er macht hinterher. Na, sicher ist sie jetzt nicht mehr vor ihm. Das wollte sie doch, oder? Myrte und der frostige Fremde. Eine Spende aus dem Süddeutschen. Da kommt in Leipzig Freude auf. Jawohl. Nicht zimperlich mit ihren Gästen. Das schafft die auch mit einem großen Bären. Also. Den hat sie auch hier rumgefledert. Der war ja wirklich riesig. Ja. Da hätte ich gedacht, dass die mehr Angst hat vor dem großen Bären. Kleid drauf? Kleid drauf. Wir haben noch was übrig. Also der ganze, der war mit Schaumstoffstückchen befüllt. Das sind solche Teile und das war über und über. Also der ganze Stall sah so aus, der ganze echte Bär sah so aus. Ja, und das war dann mal der andere Bär. Das ist dann so, wenn sie fertig ist, sieht es dann so aus ungefähr. Mit dem hier ist Myrte aber noch lange nicht fertig. Schließlich hat sie etwas, was ihre Halbgeschwister nicht haben. Die merken auch, dass die Aufmerksamkeit momentan der Kleinen gilt. Und da sind sie natürlich neugierig und wollen dann natürlich wissen, was da Phase ist. Auch Myrte, was sie eigentlich an ihrem kühlen Kollegen hat. Vielleicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Auch die Gelbwangen-Amazonen scheinen gefallen aneinander zu finden. Wenn sie jetzt aggressiv wären, da wäre es Gefieder, da würden sie das Gefieder aufstellen. So das Kopfgefieder und so, also es sieht gut aus.
Da freut sich, dass er Weibchen endlich hat. Und sie kann sich aber auch freuen, ne? Dass sie nun mal endlich einen Mann hat. Doch nur vom Freuen allein ist noch kein Vogelmann zu einem Weibchen gekommen. Da braucht's ein bisschen Show, um in Stimmung zu kommen. Jetzt beschnattern sie sich, siehst du? Na, das bisschen so imponieren ist das. Mehr oder weniger imponieren, was er jetzt so macht. Aber er will so ein bisschen so Aufmerksamkeit haben von ihr. Er will zeigen, dass er was ist und dass sie gucken soll. Doch, Madame zögert noch. Ja, die beschäftigt sich bloß mit dem Stock. Das ist so eine Verlegenheit. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was er machen soll. Hä? Aber das wird er ihr schon erklären. Oh, fein. Oh, das sieht schön aus. Gucke. Fein. Ihr gefällt das auch. Guck mal. Verdreht gleich die Augen. Schön. Fein. Was wollen wir denn mehr, hä? Das ist Liebe auf den ersten Blick. Guck mal, die macht die Kleider oben zu. Oh, schön. Das ist so schön. Die genießt das richtig, hä? Lange nicht so gekrault worden. Zumindest für die Streicheleinheiten wird Petra hier nicht mehr gebraucht. Im Elefantentempel ist die Badestunde auch diesmal nicht spurlos zu Ende gegangen. Und während die Dickhäuter das Feld räumen, räumen Robert Stehr und Michael Tempelhoff auf. Ein knochenharter Job. Doch künftig kommen die Hinterlassenschaften leichter aus dem Pool. Per Aufzug. Scheiße, ist schwer. Das ist eine Winde. Das gibt es an jedem, also ich weiß nicht, wer es von früher noch her kennt, der Unimog. Es gibt auch heute noch Unimog. Oder Jeeps oder was weiß ich was, die haben das dran, um sich irgendwie wieder aus dem Dreck zu ziehen. Ist einfach eine hydraulische Winde und damit können wir den Rolli da runterlassen. Und Sand und Dreck rein und dann wieder hochziehen. Weil wir haben das jetzt ein paar Wochen oder eher ein paar Monate mit den Eimern gemacht. Also ich genau einmal und seitdem haben wir eine Winde. Ja, ich hab's wirklich bis eben mal gemacht. Chefbefehl und schon geht's los. Nee, das nicht, aber es ist, nicht dreimal. Den Job als Liftboy kann Tempi nur nebenbei machen. Sauber machen? Muss Robert allein. Der Chef muss weiter. Zum Absamtraining von Elefantenbulle Mekong. Eine neue Trainingsaufgabe steht auf dem Programm. Mekong. Oder? Noch nicht? Mekong hier auf. Mekong hier auf. Der spinnt. Komm hier. Und auf. Richtig auf. So ist brav jetzt. Belohnen bitte. So ist schön brav. Schau. Erstmals wird Mekong nicht von Tempi selbst belohnt. Der geht auf Tuchfühlung. Ich versuche ein bisschen an dem rum zu manipulieren. Also ich fasse den irgendwo an. Mekong, pass auf. Und damit er da nicht so schreckhaft ist. Hey, pass auf, ich fasse dich doch bis an. Gewöhnt er sich, da wird er wieder dran gewöhnt, das ist eigentlich alles. Und wenn das dann mal so weit ist, dass ich hier noch ein Stückchen weiter hintergehen kann und der schön hier vorne stehen bleibt, so wie jetzt zum Beispiel, kommt unter Umständen auch mal wieder von hinten ran. Das soll ja beim Absamen recht hilfreich sein. Nur weiß Mekong das auch zu schützen. Ja.
Im Aquarium gehen gerade Fisch 47 bis 49 ins Netz. Hinten am Schwanz, kurz mal ziehen. Und schnell den Kescher raus. Brauchen wir noch einen hoch? Ja, gib sie hoch, bevor sie einen Kollaps kriegen. Ja, die sind immer ziemlich aufgeregt. So, damit haben wir alle Füße hier. Ja. Umzughelfer Lothar Dudek bringt die Fische hinter die Kulissen ins Ausweichquartier. Die sind ein bisschen stressempfindlich. Beeile ich mich ein bisschen. Vom Becken mit Aussicht in die Besenkammer. Nicht gerade das, was man gleichwertigen Wohnraum nennt. Habe ein bisschen Schreckfärbung, aber wird so gehen. Im Becken nebenan tauchen längst abgemeldete Mieter wieder auf. Was mich immer sehr freut, dass wir Fische finden, die man gar nicht mal im Bestand hat. Was waren da drin noch? Was? Nee, hier. Die drei Husaren, die drei linierten Husaren, die haben wir schon vor zwei Jahren aus dem Bestand raus. Wir haben die nie gefunden. Danke. In der Belletage hat sich inzwischen die Moräne verbarrikadiert. Jetzt wird sie in die Zange genommen. Jetzt wird's abenteuerlich. Oh, man sieht's gut aus. Hat er oben immer noch festgemacht. Nicht mal Pressstange. Zange. Nicht mal näher, verbiegen wir das Ding auf. Das soll ja auch nicht sein. Abkriegt man nicht, man kriegt ein größeres Loch rein. Andrea, soll ich einen elektrischen Presslufthammer holen? Hoch noch mal an. Ja. Die soll mal herbringen. Ja. Der Häuserkampf geht in die heiße Phase. Weiße Ohrmarke bereitet Sorgen. Eigentlich sollte der Bock längst wach sein. Gar nichts. Er liegt so, wie ich ihn hingelegt habe. Mhm. Ja, vielleicht war es doch zu schnell, aber er blinkert schon. Ja, blinkern tut er. Ja, also der hat das letzte Mal auch ein bisschen länger gedauert. Also so eine halbe Stunde brauchen wir schon. Willst du jetzt hier bleiben ein bisschen? Ich warte noch ein bisschen. Wartest du noch ein bisschen? Gut. Wann wird er hier endlich auf die Beine kommen? Schon in den nächsten Tagen soll Mekong eine Samenprobe abgeben. Ja, mein Freund, wach Mekong. Hey, bleib stehen. Klar. Bleib stehen. Dass man da nicht ganz locker bleibt. Ich fasse dich bloß an. Weg kannst du sowieso nicht. Samenraub. Sehr gut. Bei vollem Bewusstsein. Ne, da ist er Narkose. Da wird also ruhig gestellt. Das wird nicht. Der ganze Eingriff, also Eingriff, ne, das ist schon ein Eingriff. Da wird er ruhig gestellt vorher. Da wird jetzt bloß mal dran gewöhnt, dass zum Beispiel, da wird er angeblasen, kriegt er Narkosemittel. Und dass er nun jetzt keinen Schreck kriegt, so ein Blasrohr sieht nicht viel anders aus wie so ein Stock. Hätte ich bald gesagt. Und da kann man den, wird er reingeschossen. Ja. Und da kriegt er das gar nicht mit, wenn wir dann hinter dem sind. Ja. Und nebenan, im Elefantentempel, Robert, der bei der Müllabfuhr. Das nehmen ihm hier kein Tempi und kein Aufzug ab. Da muss er alleine durch. Entsorgung ist heute sein Thema. Der Elefantenkot, der schwimmt an der Oberfläche. Und wenn sich's vollgesaugt hat, dann geht's schon mit der Zeit unter. Das sind also hier diese groben Bestandteile. Das wird teilweise, wenn es zum Abfluss dort oben fließt, über ein Siebrechen vorher schon abgefiltert. Das Einzige, was dann hier unten in großem Maße vorliegt, ist Sand, den die Tiere auf dem Rücken mit reintragen, nachdem sie sich draußen eingesandet haben oder in der Nacht dort geschlafen haben. Und der Sand muss raus. Und zwar schnell. Es bleibt wenig Zeit. Wir müssen halt auch bei den kalten Temperaturen
dafür sorgen, dass die Reinigungsarbeiten innerhalb von einer Stunde, maximal zwei Stunden abgeschlossen sind, inklusive Becken ablassen, dass die Tiere wieder zurückkommen können. Denn die stehen dann draußen und fangen an zu frieren. Und das wollen wir möglichst vermeiden. Robert hat das Gröbste überstanden. Mekong im Bullenstall auch. Er ist ein gelehriger Schüler. Ich mach doch gar nichts, steht doch drin. Der Ernstfall kann kommen. Ja. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Der steht ruhig, solange er was zu fressen hat. Warte noch ein bisschen. Das hätte ja nur genauso gut sehen können, dass er rumtobt oder dass er seinen Fuß gar nicht rausgibt. Das hat eigentlich am längsten gedauert, dass er das Bein hier drauf stellt, dass er das begreift. Deswegen steht das Postament hier, das kennt er von früher noch, dass er seinen Fuß auf sowas stellen muss, zur Fußpflege. Nach einer halben Stunde Pfötchen geben, ist das Training beendet. Mekong, komm ein Stück vor. Holger, hast du mal noch was? Mekong. Vorwärts. Komm ein Stück vor. Oh, schön drauf. Jetzt kannst du was geben. Ich mach ihn ab. Gut, warte, nehm ich. Tempi hat's eilig. Gleich muss er seinen Dienst als Liftboy wieder antreten. Go back. Los, weiter. Mekong, go back. Weiter. Jetzt wird's ernst. Der Räumtrupp hat die Nase voll von der renitenten Mieterin. Die Schonfrist ist abgelaufen. Jetzt wird die Wohnung aufgebrochen. Kleiner hatten sie. Was Kleineres gab's nicht. Noch kleiner haben sie nicht. Hildi war schon das Kleinste. Ja, ja. Pass auf, gleich hast du Saft. Ja, ja. Du hast jetzt Saft. Nee. Jetzt. Doch. Gut. Gib dem gefährlichen mal, Strom. Den brauche ich noch. Lass den mal hier. Das ist nicht gefährlich. Weiß nicht, nein. Wenn du nein schmeißt, war es das. Ach, du hast doch sicherlich eine FI-Schalterdose genommen. Aber du weißt ja nicht, ob sie gehen. Klar gehen die. Also Arbeitsunfall, es gibt eine kostenlose Beerdigung. Ja, gut. Quatsch deine Frau. Spar dir Haufen Geld. Das kommt doch jetzt raus in der Rene. Ja, im Gegenteil. Gib mir mal den breiten Meißel. Das hat mit dem keinen Sinn. Ja, gibt's denn hier keinen Mieterschutz? Auch den Erdmännchen. Steht Ungemach ins Haus. Jens Hirmer ist aus der Klinik herbeigeeilt. Zum Glück gibt's hier keine Verletzten. Aber zusammen mit Jörg Gräser will er den Erdmännchen Arbeit machen. Hierhin ist ja Erde eigentlich nur erdreich. Ne? Und wir haben jetzt eigentlich jedes Jahr haben wir hier ein bisschen Sand reingebracht. Ganz einfach, damit die Erdmännchen, die buddeln dann das so selber rum. Warte, ich erzähl mal noch ein bisschen länger. Da. Kannst du ruhig weitermachen? Nee, damit ganz einfach die Erde sich nach und nach ein bisschen auflockert, weil es letztendlich, wenn es geregnet hat, ist es hier ziemlich schlammig. Und die Erdmännchen haben dann solche Balance an den Beinen hängen, wenn die buddeln. Na, das ist fein. Hm? Komm mal her, ihr könnt. Bequatschen lässt sich hier niemand. Die Ruhe ist sowieso schon im Eimer. Doch irgendwas ist faul. Können wir die Löcher verfüllen? Hier kannst du erstmal zumachen hier. Das auch hier, das große. Nicht, dass wir ihn hier einbuddeln? Nee, die kannst du zumachen. Zumachen? My hole is my castle. Im Aquarium bleibt kein Stein auf dem anderen. Sehr schön, das bringt's. Siehst du schon was? Nee. Das ist doch besser, wenn es den Kopf wegnimmt. Hm.
Ja, oder ich habe zwei Hälften von der Moräne. Und im Gegensatz zum Regenwurm verträgt die das nicht so. So, wenn sie jetzt natürlich den Nebel hier zur Flucht nutzt. Und ins Leste noch hineinschwimmt. Da reißen wir doch das ganze Dings ab hier. Jetzt sieht er nicht mehr. Aber ich auch nicht. Wir müssen warten, bis es sich ein bisschen abgesetzt hat. Wir geben uns Mühe. Wir kämpfen um jede. Um jeden Fisch. Vor allen Dingen um unsere Moräne, unsere Geliebte. Aber die ist verbohrt. Und verklemmt. Die ist hier dazwischen. Die ist zwischen dem Rohr und den Steinen ist ein Loch. Und dahinter ist ein Hohlraum. Und da sitzt sie drin. Das dürft ihr gar keinen erzählen, was wir hier machen. Nach über 3 Stunden ist die Wohnung gestürmt. Aber die lästige Mieterin hat immer noch Biss. Deshalb guckt sie jetzt in die Röhre. Komm, mache mit. Jetzt macht sie noch einen Halsdicke, dass es ja nicht passt. So, jetzt kann das zumindest erstmal im Kopf nicht mehr passieren. Ist hineingekrabbelt? Nee, nee. Aber ich krieg's raus jetzt. Leute, am besten tue ich dir in den Kescher. Decke den anderen Kescher drüber und du hast zugedeckt. So, ich muss auch vorne lang. Ich hoffe, es ist nicht ganz so. Ja, die anderen beißen schon nicht gleich. So. Sie schwimmt ganz normal. Ich war etwas gestresst. Wir werden ihr dann noch eine Röhre reinwerfen, wo sie sich ein bisschen drin verstecken kann, damit sie ein bisschen einen ruhigen Platz findet. Und dann hoffen wir, dass wir sie bis zum Neubesatz gut halten können. Nicht gerade ein Moränenmusterhaus, aber immer noch besser als die entkernte Wohnung im Panoramabecken. Ara Dame Oskar, nach ihrem Klinikaufenthalt endlich wieder daheim. Erster Besuch von Ziehmutter Christa. Das sitzt du doch schon. Das sitzt du, Freche. Was, Freche? Wieso kommst du noch frecher? Na, meine kleine Maus. Die stänkert doch noch. Oh, wo wirst du denn da so rot? Weil sie kein reines Gewissen hat. Den beiden kann sie nichts vormachen. Das wird dann so richtig rosa. Richtig in ihr Haus. Das merkst du dann, wenn die sich ein bisschen aufregt. Die ist hier oder so, da wird die Haut richtig rosa. Die ist jetzt aufgeregt. Komm rum, komm, Oskar. Komm, wir gehen mal raus. Seit den Attacken ihrer Artgenossen teilen sich Oskar und ihr Bruder Klaus eine Voliere. Ja, ist ein bisschen ungewohnt. Na, komm mal her. Oh, guck mal. Ja, na, geht's dir gut? Gib mal was her für den Klaus. Ja, nimm mal was. Kannst du was rausnehmen? Hier. Ja, nicht bloß du. Nein, ich habe das ja auch für den Klaus mitgebracht. Guck mal, was ich Feines habe. Nach der Trennung von den anderen ist in das Leben von Klaus und Oskar wieder Ruhe eingekehrt. Wenn nicht gerade Besuch da ist. Die Wunden sind fast verheilt. So sehen sie ja super aus. Bei Oskar fehlt im Teil der Schwanz noch. Aber wenn sie eben den rechten Flügel aufmacht, es ist noch zerknabbert, die Federn. Und das dauert garantiert ein halbes, dreiviertel Jahr, bis das alles wächst. Jetzt haben sie also so eine Brühungsspritze gekriegt, beide. Das hält so ungefähr so ein Vierteljahr an. Das haben wir schon bei anderen Papageien versucht und da haben wir auch gute Erfolge. Und das haben die beiden auch bekommen und dadurch sind die etwas gedämpft und vergessen dann, weil sie eben ruhig sind, vergessen sie dann, sich an den Federn rumzuknabbern. Wahres Temperament lässt sich aber nicht so einfach bändigen. Oskar bittert Morgenluft. So, nun, komm, setz dich hier hin. Komm, ganz. So, setz dich hier hin. Na. Oh, na. Du. Wehe, wehe. Es gibt ein paar drauf, mein Fräulein. Aber. Aber. Komm her. Oskarline. Aber. Du, ich sag dir, mein Fräulein. Da gibt's ein paar drauf, ja. Hm? Wehe, wehe. Nicht übertreiben. Aber wenn doch Christa da ist. Ich bin ja eigentlich ihre Bezugsperson, ist klar. Und jetzt ist sie ein bisschen aufgeregt, weil wir alle beide jetzt da sind. Jetzt weiß sie nicht genau, ja, zu wem soll sie denn hingehen. Petra füttert sie jeden Tag jetzt. Und ich bin natürlich
Ihre Ziehmutter? Naja, sie ist so ein bisschen aufgeregt. Sie weiß so ganz genau, wenn sie jetzt abends eingesperrt wird und sie steht an der Luke und lässt den Klaus nicht rein, da gibt man so einen kleinen Wink. Das braucht sie eben mal. Und das weiß sie eben. Und wenn eben Christa da ist, dann versucht sie dann mal zu mir zu kommen und versucht eben irgendwie, jetzt bin ich die Größte, meine Mutti ist da. Ja. Aber das schafft sie nicht. Also da muss es eben dann mal einen kleinen Wink geben. Na, bei so einem Wink. Da zieht man sich besser zurück. Hier wird Hand in Hand gearbeitet. Die einen Erdmännchen schaufeln die Tunneleingänge zu und die anderen schaufeln sie wieder frei. Sie können irgendwie nicht anders. Das löst gleich einen Buddeltrieb aus. Ja klar, wie verrückt. Also die, die heute zum Buddeln abkommandiert sind, die haben es wahrscheinlich ein bisschen angearscht heute. Ja, die sind einfach mal angearscht. Der macht das gut. Letztlich mach nur. Sind die Vierbeinigen sicher die talentierteren Erdmännchen. Wenn nur dieses Ungetüm mit der riesigen Pranke nicht wäre. Hast du Scheiß gerüttelt jetzt, ja? Zum Schluss ist es wie immer, die einen bei mir sieht das nicht so elegant. Machen sich aus dem Staub. Und die anderen machen die Arbeit. Die hat Robert Stehr im Elefantentempel längst erledigt. Jetzt muss nur noch der Dreck weg. Als ob Tempi es geahnt hätte. Das ist, wie nennt man das? Das ist ein großer Auftritt. Zieh erst mal straff, dann geh ich runter. Bis straff ziehen. Noch Stücker. Der Aufzug, eine echte Hilfe. Doch ideal wäre was anderes. Wir haben uns das in verschiedenen Zoos angeguckt. Es gibt die Variante mit, es macht eine Stadtreinigung. Das ist die beste Variante. Das geht hier aber schlecht. Die können nicht pausenlos hier reinfahren. Die Müllabfuhr bleibt Tempi und Co. wohl noch eine Weile erhalten. Guckle mal. Ja, ist gut. Abfahrt. Und nach knapp 2 Stunden beginnt das Ganze wieder von vorn. Seit 4 Monaten ist das Duckerbaby auf der Welt. Doch gesehen hat's davon noch nichts. Das soll sich jetzt langsam ändern. So, da hättest du mir mal bitte aus dem Schubkocher da hinten diese Kiste mit den vielen schönen Bohren holen. Auf alle Fälle. Ne, das wird jetzt im Prinzip die ein Vorgehege im Gehege, wie wir das drüben für die große Anlage aufgebaut haben. Mit dem Hintergrund, dass das Duckerkind, das ja nun die Anlage noch gar nicht kennt, hier auf der Anlage erstmal Einblick nehmen kann und die Wege hier durch die kleinen Türen kennenlernt. Und dann, wenn wir sie dann einsperren müssen, wenn sie dann raus dürfen, auch ohne das Vorgehege, nicht irgendwo kopflos durchs Gehege huscht, sondern dann auch gleich hier durch die Tür rein. Greifen wir mal wahllos einen Bohrer heraus. Der sieht gut aus, ja? Erste Aufgabe des eingespielten Handwerkergespanns Männel Vorberg. 2 Türen müssen eingehängt werden.
Machst du unten oder oben? Ich würde nehme ich das andere. Weil du ja unten schlecht drankommst, jetzt schätze ich. Ich komme wahrscheinlich doch oben schlecht dran. Irgendwie sind hier alle schlecht dran. So. Das ist ja schon spektakulär. Wollen wir einen Test machen? Mach mal nach meiner Seite auf. Ist es nicht ein Traum? Ja. Der Tierpfleger im Haus erspart den Zimmermann. Reindrehen, weil ansonsten ist, muss man gucken. Ob es dadurch besser wird. Ja, ansonsten ist es schon okay. So, nächste Tier, neues Glück. Diese Bauarbeiten sind auch für Ducker kein Spaß. Der reagiert natürlich auf das Gepruppel hier. Die Bohrmaschine entgeht ihm nicht. Aber er muss auch das andere Baugeschehen ertragen. Er wird auch ein bisschen darauf trainiert. Er kann jeden Tag Radiomusik hören. Und dann kommt immer mal der ein oder andere mal zum Training mit rein. Damit halt der Ducker gewohnt ist, dass mehr als einer da rumhuscht und auch mal was anderes passiert. Na, ob das Training reicht? Die neue Geierdame aus Tripsdrill hat den Umzug nach Leipzig gut überstanden. Heute wird sie erstmals mit den Alteingesessenen von Christina Schwind zu Tisch gebeten. Na los, komm mal mit. Danke dir schön. Ihre anfängliche Zurückhaltung Obacht. Ist schnell verflogen. Jetzt kriegst du natürlich erstmal ein paar drauf, aber die ist gut in Kondition eigentlich. Das ist bei Geiern ganz normal. Also das ist jetzt auch kein wahnsinniger Stress, weil das ist naturgegeben, dieser Stress. Also dieser Kampf ums Futter, das ist beim Geier nun mal so. Ob das im Zoo ist oder eben dort, also dort, wo sie herkommt, das ist kein Problem. Und sie holt sich ja hier ihren Anteil. Au! Oh, je, je. Ja, die weiß ich zu wehren. Sehr gut. Ja, die teilt aber alles, Mann, Mann. Hier ist schnell klar, wer den größten Schnabel hat. Oh, je, je. Das zum Beispiel, dass sie als erstes jetzt die Füße nach oben genommen hat und so, das ist schon sehr selbstbewusst. Denn Geier, die drohen so mit, zumindest die Gänsergeier, mit weit nach vorne gestreckten Hals und so eben die Füße nach vorne und präsentieren sich dann so. Und das hat sie jetzt als erstes gemacht. Sie hat also als erstes mit der Drohgebärde angefangen. Das ist schon selbstbewusst, wirklich. Das ist so richtig jetzt hier meine Beute. Die neue hat die Konkurrenz in die Flucht geschlagen und legt merkwürdige Fressgewohnheiten an den Tag. Komisch, dass sie zuerst das Fett frisst. Unsere machen das, also unsere sind ganz schön verwöhnt, aber ich weiß nicht, was der, das ist ja ein kleinerer Tierpark, so ja, mehr oder weniger Freizeitpark mit Tierhaltung oder so. Also ich war noch nicht dort, aber das ist das, was wir eben gehört haben. Und wenn die Fütterung da ein bisschen knapper ist als bei uns, dann kann man ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wo die herkommt. So. Naja, gucken wir mal von außen. Nach 10 Minuten hat die Dame ausgeschmaust. Endlich kommen auch die anderen zu ihrem Recht. Und das neue Oberhaupt der Tafelrunde hat Hygienezeit. Der naturgemäß dünne Geduldsfaden der Ducker wird weiter strapaziert. Bist du mal unten? Ja, das ist völlig was anderes. Anspruchsvolle Arbeiten erledigen hier die jungen Nachwuchstalente. Der Kollege ist ja nur um meine Fort- und Weiterbildung sozusagen bemüht und lässt mich dann natürlich auch die körperlich anstrengenderen Arbeiten erledigen.
Die dann ja im hohen Alter auf den Knien arbeiten, das ist ja auch nicht mehr so das Wahre. Respekt vor dem Alter, eine alte Tierpflegertugend. Kann man gelten lassen. Die Türen hängen. Gut. Aber nur zwei Pforten. Das hindert doch kein Ducker am Weglaufen. Jetzt können wir eigentlich mal das Netz raustun. Ach so, ein Netz. Mal 6 Meter. So, da muss man bloß mal gucken, wo die 4 und wo die 6 sind. Meistens nach Murphys Gesetz muss es genau verkehrt rum ausgerollt sein. Ich bin jetzt nicht mehr hier, da bauen wir das richtig auf. Genau, du hast jetzt die 6 Meter in der Hand. Bleib mal doch stehen. Das müsste ja dann sozusagen. Ich bin jetzt am Ende. Oder nicht wegen mir? Ja. Nee, so direkt nicht. Nimm mal die. Ich suche noch genau die Ecke. Seite, genau. Ja, Ecken wird es nicht geben, fürchte ich. Doch, hier ist er, ne? Äußerst formschön. Lassen Sie das jetzt einfach mal ein bisschen professioneller machen, ob es überhaupt richtig passt. Wir müssten es ja sowieso so hier aufhängen, weißt du? Ne, wir könnten eigentlich jetzt. Was sagt denn die Uhr? Was haben wir denn noch an Zeit? Keine. Andere Termine drängen. Achso, na gut, dann wickeln wir. Das Netz kann bis morgen warten. So, passt auf jeden Fall. Weiße Ohrmarke? Kämpft immer noch gegen den Narkosedusel. Doch allein Professor Eulenbergers Anwesenheit. Ja, hier, Achtung. Scheint Wunder zu wirken. Doch mit an. Mhm. Oh, liegt hier schon wieder. Ah, das Bein hat sie nicht angesetzt. Ne? Aber wie gesagt, die sind soweit Wunder. Aber wenn es geht, bleiben sie lange liegen. Wenn der Leopard jetzt gekommen wäre, wäre er auch aufgestanden. Naja, Narkose hat er gut überstanden. Aber das Lernen mit dem Bein umzugehen, wird die Zeit bringen. Hoffentlich heilt die Zeit auch hier alle Wunden. Jens Hirmer auf dem Weg zu einem anderen Dauerpatienten. Zebrahengst Gromit. Ein altes Problem ist wieder aufgetreten. Das Übliche, also lahm wieder, diesmal vorne links. Das heißt, wir müssen wieder Narkose, wieder gucken, was los ist. Ist bloß ein Stein eingetreten oder ist wieder eine Rehe, wie er so oft hat. Was bei der Untersuchung herauskommt, sehen Sie nächstes Mal bei Elefant, Tiger und Co. Und außerdem, bei den Pinguinen gibt's was zu entdecken. Und wie geht's weiter mit Weiße Ohrmarke? Tschüss. Bis dann.